Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem Patch Note Video. Heute wurde der Patch 1.06 released. Dieser Patch ist 2,1 GB groß und an einer Menge Sachen wurden gearbeitet. Einige Bugfixes sind sowohl für die Karriere als auch für den Online-Bereich. Wie auch im letzten Video habe ich das Ganze hier kategorisiert. Starten wir mit der Karriere. Die Fahrzeugleistung wurde stärker an die reale Saison angepasst. Von daher wurden alle Zeitfahrranglisten als Ergebnis dieser Änderungen zurückgesetzt. Die Abnutzungsraten der Verbrennungsmotoren und der MGOH wurden reduziert, um bei Verwendung des Automatikgetriebes weniger hart zu sein. Die Anzeigen der Sektorzeit zeigen nun die erwarteten Farben an, wenn eine Runde absolviert wurde. Die Logik der KI bei der Boxeneinfahrt und Ausfahrt wurde verbessert. Das Problem, bei dem in einigen Fällen das Broadcast Safety Car alle KI-gesteuerten Fahrzeuge zum Überholen veranlassen kann, was zu Massendisqualifikationen führt, wurde behoben. Das Problem, bei dem Upgrades für Personaleinrichtungen nicht auf die Fahrer angewendet wurden, ist gelöst. Auch das Problem, bei dem der Grip zwischen den Qualifying-Abschnitten abnehmen konnte, gehört der Vergangenheit an. In Baku wurde ein Bug behoben, bei dem der Spieler in Kurve 15 in Baku crashen konnte, wenn er unter KI-Kontrolle eine fliegende Runde fuhr. Die Farben für die Sponsorenaufkleber und Abzeichen können nun aus einem voreingestellten Farbslot ausgewählt werden. Euer neuer Renningenieur Mark erwähnt nun korrekt die Icon-Fahrer. Das KI-Symbol wurde von der Zeitmesstafel während der Safety Car Übertragung entfernt. Die Augenfarbe von Kevin Magnussen wurde korrigiert. Der Bug, bei dem die Spieler in einigen Fällen nicht über die Vertragsverhandlung in der Zweispielerkarriere hinauskommen konnten, wurde gelöst. Das Problem, bei dem Spieler nach einer Saisonpause in der Zweispielerkarriere stecken bleiben konnten, ist auch verschwunden. Springen wir zum Multiplayer-Modus. Das Problem, bei dem die Reifentemperaturen nach dem Pausieren des Spiels im Online-Bereich zurückgesetzt wurden, ist nun gelöst worden. Des Weiteren wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Techpo-Barrieren in Baku lösten. Die Suche nach Netzwerk-Sessions wurde so angepasst, dass NM14-Fehlercodes seltener auftreten, den gab es bereits in den drei vorherigen Games. Ab in Richtung Hardware, Steuerung und VR. Hier wurde ein Problem behoben, bei dem beim Spielstart die falsche Grafikkarte ausgewählt werden konnte, was zu einem Absturz führen konnte. Das Spiel wird nun korrekt geladen, wenn Intel-Grafikkarten verwendet werden, das ist aber von den Mindestanforderungen und Modellen abhängig. Kollisionen werden jetzt korrekt in den UDP-Daten gemeldet. Es wurde ein Force-Feedback-Problem bei diesen Logitech-Lenkrädern behoben und auch das Problem, bei dem die LED-Tachometer bzw. Drehzahlmesser bei Logitech Lenkrädern nicht funktionierten, ist gelöst worden. LSB und RSB-Tassen für diese Thrustmaster-Lenkräder wurden auf der Xbox hinzugefügt. Es gibt eine verbesserte Leistung im Bereich VR, wenn der Begleitbildschirm auf Vollbild eingestellt ist und unfreiwillige Kopfbewegungen beim Bremsen oder Beschleunigen wurde behoben. Der Bug mit der Oculus Rift CV1 wurde gelöst, da Stencil Mesh standardmäßig aktiviert war. Außerdem gibt es noch geänderte Standardeinstellungen zur Verbesserung der allgemeinen Kompatibilität und optische Qualität sowie Leistungsoptimierungen. Gehen wir in den Audiobereich. Es gibt eine verbesserte Abmischung des Aufsetzens der Autos, diese ist jetzt deutlicher hörbar und es gibt eine verbesserte Leistung und Mischung von Reifenabrieb und Kufen. Es wurde ein neuer Ton für den Mercedes AMG GT Black Series hinzugefügt. Auch der Namensbug, bei dem der Renningenieur Mark fälschlicherweise Racing Point statt Aston Martin erwähnte, ist jetzt korrekt. Ein Audioproblem wurde korrigiert, bei dem Kopfhörer nicht als Radioausgabegerät auf der PlayStation 4 und 5 ausgewählt werden konnten. Jetzt kommt der wichtigste Part, die Änderungen am Handling und Force Feedback. Starten wir mit dem Drehmoment. Die Drehmomentkurve des Motors wurde leicht angepasst und zwar von einem fast flachen Drehmoment bei 6000 bis 10.000 Umdrehungen pro Minute zu einer Kurve mit einem niedrigen maximalen Newtonmeter und einem progressiv ansteigenden Drehmoment. Das heißt, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen weniger Drehmoment hat und die Leistung allmählich ansteigt. Gehen wir in den Bereich Getriebeübersetzungen. Die Getriebeübersetzungen wurden leicht angepasst, vor allem die unteren Gänge. Diese sind nun länger, um die Traktion zu verbessern. Ab zum Force Feedback. Da es sehr technisch ist, kürze ich das hier ab. Im Grunde geht es um Folgendes. Beim Force Feedback kommt es zu einem Drehmomentanstieg um die Mitte der Lenkradposition, was bedeutet, dass die Kräfte knackiger und stärker empfunden werden. Außerdem verliert es einen großen Teil seines natürlichen Drehmoments hinter der Spitze, was bedeutet, dass das Unter- und Übersteuern besser und früher zu spüren ist. Last but not least, die Reifentemperaturen. Codemasters hat festgestellt, dass zu viel Hitze von den Reifen den Grip nicht ausreichend beeinflusst hat. Nach dem heute erscheinenden Patch wirkt sich ein sehr hoher Reifendruck negativ auf den Grip und die Rundenzeiten aus, vor allem nach ein paar Runden. Sie empfehlen für das Rennen den Standard oder nahezu den Standardreifendruck zu verwenden, um zu vermeiden, dass der Grip aufgrund der hohen Temperaturen sowohl der Karkasse als auch der Oberfläche verloren geht. Zum Schluss noch Sonstiges. Es gibt noch allgemeine Stabilitätsverbesserungen und verschiedene kleinere Korrekturen. Ich hoffe, dass ihr jetzt einen Überblick habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne den Kanal supporten. Ihr wisst ja wie. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dann und ciao.